Dieses Video einer Gerichtsverhandlung in Miami sorgt derzeit im Internet für Wirbel. Bei YouTube wurde der dreiminütige Clip, der zuerst von der lokalen Presse veröffentlicht worden war, innerhalb von nur 3 Tagen mehr als 3,5 Millionen Mal angeklickt. Links sehen wir den Vorsitzenden Richter Jorge Rodriguez Schomert. Vor dem Richter steht die 18-jährige Penelope Soto, zu sehen im rechten Bild. Soto wurde in der Nacht vom 3. auf den 4. Februar von einer Polizeistreife festgenommen. Die Anklage: Die junge Frau habe mit ihrem Fahrrad einen Unfall verursacht und war zum Zeitpunkt der Festnahme high von einem verschreibungspflichtigen Medikament namens Xanax. Zudem hatten die Polizeibeamten in ihrem Portemonnaie weitere 24 Tabletten dieses Psychopharmakas gefunden. Warum das Video der gerichtlichen Vorverhandlung ein so großes Interesse erfährt? Es ist das Verhalten der jungen Frau, die während der Verhandlung möglicherweise immer noch unter dem Einfluss der Droge stand. Der Richter hatte eigentlich schon eine Kautionssumme von $5.000 festgesetzt. Nach Hinterlegung dieser Summe hätte die junge Frau das Gericht wieder verlassen dürfen. Doch ein in spöttischem Ton hervorgebrachtes Adios von Seiten der Angeklagten änderte die gesamte Situation. Richter Rodriguez Schomert zitierte die Frau wieder vor dem Richtertisch und verdoppelte die Kautionssumme kurzerhand auf $10.000. Zu viel für Soto. Die machte ihrem Unmut über die Erhöhung Luft. Erhob im Weggehen ihren Mittelfinger und sagte vernehmlich: Fuck you. Als die 18-Jährige nun zum 3. Mal vor den Richter beordert wird, muss sie erkennen, dass sie sich nun endgültig Ärger eingehandelt hat. Denn ihr Schimpfwort ist, laut dem Richter, eine Beleidigung des Gerichts und wird von diesem mit 30 Tagen Gefängnis geahndet. Dumm gelaufen. Ein Urteil, das übrigens 2 Tage später von einem anderen Richter noch einmal bestätigt wurde, heißt für die junge Frau, sie bleibt 30 Tage in Haft und muss dort auf die Hauptverhandlung am 25. Februar warten.